So, jetzt sind wir hier am Pferdekai in Bodøe Richtung Moskenes. Und eigentlich wollte ich schon die Pferde für morgen buchen, für 15.15 Uhr. Das sind auch Plätze frei. Ja. Aber um 16.45 Uhr läuft heute eine aus. Genau, und wir sind ja schon um kurz nach drei jetzt hier gewesen. Und warum sollte man jetzt noch einen Tag warten? Genau, da kann man zwar entsorgen und kann auch übernachten am Hafen, aber auf den Lofoten fällt es uns besser. Wir sind jetzt heiß auf die Lofoten, oder? Ja, es macht keinen Sinn, hier noch eine Nacht zu verbringen. Ja. Also wir stehen jetzt einfach da und gehen davon aus, dass wir mit auf die Fähre kommen. Genau, wir stehen in der unreservierten Reihe, aber es stehen noch etliche hinter uns. Und wenn wir nicht mehr drauf kommen, dann der nächste um 1 Uhr nachts gehen. Die nehmen wir auf jeden Fall nicht. Nein, da schlafen wir nämlich. Ja, dann buchen wir lieber die Fähre für 15.15 Uhr. Aber wir gehen davon aus, dass wir jetzt da drauf kommen. Und somit verabschieden wir uns jetzt vom Festland von Norwegen. Jawohl. Und gehen auf die Lofoten. So, jetzt sind wir auf der Fähre zu den Lofoten, über eine Stunde schon unterwegs und die See ist sehr ruhig. Ja, also kann man nicht meckern. Es schaukelt ein bisschen, wie das halt so üblich ist auf dem Schiff, aber kein Problem. Wir sitzen hier wie im Flugzeug. Ja, genau, sehr angenehm und ja, und wir sind froh, wir haben die Fähre ja noch erwischt. Und sind jetzt somit einen Tag früher, als wir geplant hatten, auf den Lofoten. Und wie es da dann weitergeht, wie es da ausschaut, da sind wir jetzt selber mal ganz überrascht. Das kommt gleich. Ja, gleich. Jetzt brauchen wir erstmal Schlafplätzle, wenn wir ankommen. Ja, genau. Die Lofoten haben uns schon schwer erwartet. So stürmisch. Wie die uns begrüßen, ja. Da haben die sich sehr nach uns gesehnt. Ja, so sieht's aus. Ein stürmischer Empfang ist es hier. Es regnet seit heute Nacht. Gestern Abend, als wir ankamen, war noch alles trocken. Und ja, und wir haben heute so ein Kuschelcamping hinter uns. Das glaubt ihr gar nicht. Wir blenden ein Bild ein. Ich habe es fotografiert. Ja. Was ja eigentlich nicht so unser Ding ist, ja. Aber es blieb nichts anderes übrig. Von der Fähre runter erst der Platz gesucht und da haben wir uns dann reingeschmuggelt. Und diese Idee hatten natürlich die anderen auch, weil jetzt wollten wir uns erst einmal ein bisschen orientieren, wie wir jetzt weitergehen. Und jetzt gehen wir los. Wir brauchen Brot, wir müssen entsorgen. Und so weiter und so fort. Ja, genau. Und dann wird hoffentlich das Wetter auch wieder irgendwann etwas besser werden, dass man auch was Wohnmobil gehen kann. Ja, halt aufhören mit Regnen. Das wird mir ja schon reichen. Ja. Die Aussicht hier ist natürlich bombastisch, bloß haben wir jetzt leider nicht viel davon. Das erste Ziel auf den Lofoten war für uns die Ver- und Entsorgung unseres Wohnmobils, was wir eigentlich noch in Bodø erledigen wollten. In der kleinen Ortschaft Reine fanden wir aber perfekte Möglichkeit zur Ver- und Entsorgung. Was in dieser Ortschaft sofort ins Auge stach, das waren die Gestelle für den Stockfisch, also den getrockneten Dorsch, der dort wohl bis Ende des Sommers hängen sollte.
Der erste Eindruck von den Lofoten war wie erwartet. Eine zerklüftete Landschaft, enge Straßen, viel Fels und viel Wasser. Dennoch, bei diesem Regen wollten wir es uns erstmal gemütlich machen und suchten einen ruhigen Stellplatz für den ersten Tag. Ja, wir haben euch ja schon gesagt, dass es heute sehr regnet. Jetzt ist gerade eine Regenpause und da habe ich mich entschieden, ich gehe mal runter ans Meer und schau mal, wie es da aussieht. Ich lasse den Hille jetzt alleine. Sehr gut. Er schneidet ein Video und da braucht er meistens seine Ruhe. Und, oder? Ja. Ja, also und deshalb gehe ich jetzt mal raus, bevor es wieder anfängt zu regnen. Viel Spaß und komm gesund wieder. Hab ich vor. Aus Ossis Vorhaben wurde leider nichts, denn es war so nass und sumpfig, dass ein Spaziergang zum Meer schier unmöglich war. Am nächsten Morgen schon wieder lachte die Sonne und wir zeigen euch hier mit der Drohne, wie unser Stellplatz ausgesehen hat, bei dem wir noch einen Nachbarn in der Nacht bekommen haben. Der erste Regentag liegt hinter uns. Ja, und den haben wir hier verbracht, in der Nähe von Ramberg. Da sind wir jetzt hier hergestanden. Am Ortsrand von Ramberg. Ja, genau. Und es hat ja gestern fast den ganzen Tag geregnet. Und heute, schaut mal, die Sonne scheint. Ist das nicht toll? Also ich bin ganz happy. Gestern Abend haben wir noch eine Nachricht bekommen von unserer App, dass es Chance auf Polarlichter gibt. Aber wir haben eigentlich tief und fest geschlafen. Ja, außerdem war der Himmel bewölkt und somit gibt es auch keine Polarlichter. Ja. Wir hoffen also, dass wir dann noch wach werden, wenn wir welche sehen, aber jetzt ist schon wieder strahlend blauer Himmel. Naja, strahlend blau ist ein wenig übertrieben, aber die Sonne ist da und es ist herrlich. Ich freue mich richtig. Ja, und deswegen fahren wir jetzt gleich weiter und schauen, dass wir noch irgendwas von den Lofoten sehen. Ich denke, das sehen wir jetzt genug. Gestern, ja eben im Regen, macht es keinen Sonnenspaß, aber heute wird es wieder toll. Auf unserer Rundfahrt auf den Lofoten entdeckten wir eine erstaunliche Kirche, die wir uns von außen ansehen wollten und fanden auch ein Wikingermuseum und da müssen wir natürlich reinschauen. Thank you.
wer sich für die Wikingergeschichte interessiert, für den ist dieses Langhaus in Borg unbedingt ein Muss. Denn hier wird die Wikingergeschichte nachvollzogen und auch filmisch dargestellt. Und die geben sich hier verdammt viel Mühe. Es ist sehr viel Personal da, die als Wikinger verkleidet sind und die einem Rede und Antwort stehen. Die Ursi ist ganz begeistert. Und ich warte hier auf sie. Wir sind jetzt hier am Langhaus. Das ist das Museum und es ist wohl etwas nachgebaut worden, den Wikingern, weil hier waren Wikinger und da haben auch Ausgrabungen stattgefunden und genau das weiß die Ursi. Ja, also dieses Langhaus ist eine Rekonstruktion. Das Original-Langhaus oder die Reste, die wir da noch gefunden haben, die stehen ein paar Meter da weiter unter sind die. Also auf jeden Fall, das Langhaus ist das Haupthaus vom Wikingerkönig. Ja. Und er lebte hier mit seiner Familie und erweiterter Familie hier drin. Und ein paar Sklaven hat er auch noch gehabt, die ihm da hilfreich zur Seite standen. Was wir heute leider nicht mehr haben. Wieso? Willst du ein Sklave? Oh ja, macht das Leben leichter. Ja. Ja, auf jeden Fall war das jetzt für mich mal ganz interessant zu sehen. Und es ist auch wieder ein Stück Geschichte der Norweger. Toll. Doch, es war interessant, weil man sieht hier auch so verschiedene Handwerk, zum Beispiel das Weben. Das fand ich jetzt ganz toll interessant. Ich glaube, ich gehe da nochmal vor und frage, ob ich von ihr ein Foto machen kann, wie die das macht. Tolle, sieht gut aus. Und wenn man sich vorstellt, was die damals schon alles gemacht haben, super. Also echt klasse. Ja, wer sich interessiert für Wikingergeschichte, für den ist es in Borg empfehlenswert. Ja, genau. Wir stehen ja hier jetzt in Borg auf der Lofoten. Jawohl. Wer sich nicht so interessiert, der geht seiner Frau zuliebe mit. Kann man ja auch mal, oder? Genau. Wir suchten dann nach einem typischen Fischerdorf, das auch direkt am Meer liegt, und stießen so auf die Ortschaft Henningswehr, die auch so im Reiseführer benannt wird. Die stille Hoffnung war natürlich auch, dass man eventuell eine Fischzuchtanlage besichtigen könnte, was sich aber als nicht realistisch herausgestellt hat, auch im weiteren Verlauf unserer Reise. Um Henningswehr zu besichtigen, bietet sich am Ortseingang ein Großparkplatz an, von dem man aus die Ortschaft zu Fuß erkunden kann. Das war uns bzw. mir etwas zu mühsam, so beschränkten wir uns auf eine Ortsdurchfahrt. Thank you.
Nächstes Ziel war die Stadt Svolvær. Svolvær ist das Zentrum des Fischfangs auf den Lofoten und gleichzeitig im Winter das Zentrum des Skitourismus. Zwischen Januar und April werden hier jedes Jahr bis zu 50.000 Tonnen Kabeljau umgeschlagen. Aber auch bei diesem schönen Städtchen gaben wir uns mit einer Durchfahrt zufrieden und überlegten uns, wo wir die nächste Nacht verbringen können. Sieht jetzt sehr nach Gemüse und nach Kartoffeln aus, aber das ist nicht so. Nein, denn heute gibt es nämlich auch noch Fisch. Ja, und zwar für jeden ein Lachsfilet und ein Kabeljau. Mhm, genau. Und jetzt fangen wir mal hier ein bisschen Schnitzel. In der Zwischenzeit taut der Fisch ein bisschen auf. Und ich hoffe, die Ursi schneidet sich nicht, das ist nicht mehr ein scharfes Messer. Schon passiert. So was kommt bei der besten Hausfrau vor. Ja. Wir stehen hier echt super, klasse, toll. Mal schauen, wenn das Essen jetzt auch noch so wird, dann ist der Tag ja schon wieder mal perfekt gelaufen, oder? Wir zeigen es euch. Ich habe die Drohne steigen lassen. Wirklich ein toller Platz. Ja, kann man nicht meckern. Fisch gibt es bei uns immer gerne einen Weißwein dazu. Aber wir sind hier in Norwegen und da ist nichts mit Weißwein. Da lebt man abstinent. Aber geil, das sieht doch lecker aus. Heieieiei. Das haben wir doch gut hingekriegt. So, und jetzt lassen wir es uns schmecken. Genau. Der Plan für den nächsten Tag war, einen Campingplatz anzufahren, auch um unsere Wäsche zu waschen. Der Campingplatz stellte sich aber als relativ schwierig anfahrbar heraus. Entweder hätten wir eine Fähre nehmen müssen, von der wir nicht wussten, wann und wie oft sie fährt, oder über eine Stunde um die Halbinsel herumfahren müssen. So entschlossen wir uns, nachdem wir eine relativ günstige Tankstelle gesehen haben, bei der man auch ver- und entsorgen konnte, dass wir die Insel wieder verlassen und auf Festland zurückfahren. So,
Jetzt verlassen wir langsam die Lofoten wieder. Es geht Richtung Festland zurück. Ja, und zwar über eine Brücke, so wie es auf der Landkarte aussieht. Wir haben ja die Lofoten über die Fähre bei Moskens erreicht. Moskenes, glaube ich, heißt es, ja. Ja, Moskenes, sorry, wenn ich mich da immer etwas schwer tue. Und jetzt verlassen wir die Lofoten über eine Brücke wieder und gehen dann wieder aufs Festland von Norwegen zurück. Ja, nördlich von Norwegen kommen wir raus und fahren dann im Prinzip ziemlich direkt hoch ans Nordkap. Ja. Zu den Lofoten wollte ich noch sagen, dass wir am Anfang ziemlich eng gestanden sind, direkt nach der Fähre. Es war ja auch schon fast dunkel, wie wir ankommen sind, oder es war schon dunkel. Wir haben uns einfach den besten Stellplatz rausgesucht und es war natürlich furchtbar eng. Danach waren wir nur noch freigestanden, teilweise an ganz idyllischen Orten, ganz alleine waren wir auf jedem Platz erstmal gestanden. Und es kam dann immer noch ein, zwei dazu, die sich teilweise auch neben uns gestellt haben, teilweise haben sie ein wenig Abstand gelassen, aber wir waren nur freigestanden und es gibt Freistehplätze ohne Ende, das muss man mal ganz klar sagen. Ja, und wirklich schöne Plätze. Die auch erlaubt sind übrigens, ja? Ja, also keine Verbotsschilder. An manche Parkplätze ist ein frischer Hals. An manche Parkplätze steht dann ein Schild, dass man nicht unbedingt übernachten soll, aber kein Verbotsschild. Aber an solche Plätze haben wir nicht übernachtet, sondern wir sind dann einfach weitergefahren. Und wo null Schilder standen, da blieb man dann auch. Und das ist eigentlich kein Problem gewesen. Ja, dann natürlich sind die Lofoten touristisch erschlossen. Wir haben Wohnmobile in der Nachsaison, Wohnmobile gesehen. Also so viel haben wir, glaube ich, noch nie auf einen Haufen gesehen. Nein. Ich möchte nicht wissen, was da im Sommer los ist. Mir war das fast schon ein bisschen zu touristisch oder zu viel Betrieb, oder? Obwohl sich das ja schon verteilt. In den Ortschaften ist natürlich alles extrem auf Tourismus ausgelegt. Ist kein Wunder, weil die Lofoten leben ja die Bürger der Lofoten leben ja vom Fischfang und vom Tourismus. Und dann ist es klar, dass die hier auch von den Wohnmobilen, die ja doch dann viel sich selbst versorgen, auch im eigenen Wohnmobil schlafen, dass sie dann da ein bisschen Bargebühren und sonstiges einnehmen wollen. Das ist vollkommen nachvollziehbar und logisch. Ja, ist auch okay. Ja, wir fahren jetzt hier noch an einem Fjord entlang. Wie der jetzt im Moment heißt, kann ich euch nicht sagen. Aber wir blenden es am besten unter ein, weil ich denke, wir können noch das ein oder andere Bild oder Aussicht für euch einfangen. Was wir nicht gesehen haben, das sind Polarlichter. Wir haben zwar trockenes Wetter gehabt, es hat auch tagsüber die Sonne geschienen, aber am Abend war alles bewölkt, es gab keine Chance auf Polarlichter. Nein. Und wir hoffen, dass wir vielleicht im Verlauf der Reise noch was sehen, aber es sieht im Moment wetterprognosenmäßig nicht so positiv aus. Ja, es ist halt immer etwas bewölkt. Ja. Und was ich auch noch nicht gesehen habe, das ist ein Elch. Vielleicht läuft der uns auch noch im Laufe unserer Norwegen-Reise über den Weg. Wird mir natürlich schon gefallen. Ja, ich glaube eher nicht, aber mal sehen, wir wissen nicht, was kommt. Ja, also auf jeden Fall, wir hoffen, dass das Video über die Lofoten, das wir euch gezeigt haben, dass das ein bisschen interessant gewesen ist. Und ja, Ossi. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen geben. Und ansonsten, wir melden uns dann wieder Richtung Nordkap vom Festland von Norwegen aus. Ja, genau so machen wir das. Ciao. Vorsicht. Ja, die Lofoten. Das ist schon eine sehr schöne Inselgruppe. Eigentlich waren wir nur viel zu kurz auf den Lofoten, aber unser Endziel bleibt einfach das Nordkap, wegen dem wir vorrangig nach Norwegen gefahren sind. Fürs Nordkap dauert es noch ein bisschen. Wir danken euch wieder fürs Zuschauen und im nächsten Film zeigen wir euch die nördlichste Stadt Europas.